Heute testen wir den vielleicht meistverkauftesten Rennsitz mit absoluter High-End-Simracing-Peripherie. Wie viel Power verträgt so ein Playseat, wenn wir eine Fanatec Podium Direct Drive Wheelbase und sehr kräftige Loadcell-Pedale der Marke Heusingfeld damit betreiben? Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Da ich ein Simracing-Kanal auch für Einsteiger sein möchte, habe ich ein gebrauchtes Playseat und Logitech G29 Bundle für euch angeschafft. Vielen Dank an meine Patreon-Spender, ihr habt dieses Projekt finanziert. Danke lieber Thorsten, Patrick, Jochen, Moritz und der Ronald. Und vielen Dank für die PayPal-Spende von Anthony. Willst du meinen Kanal auch unterstützen, dann kannst du dies über Patreon oder PayPal machen. Die Links findest du unten mit anbei. Doch nun kann's losgehen. In Teil 1 eines zweiteiligen Reviews machen wir den Belastungstest mit eurem Lieblingsformat Ron Reviewed in Gefahr. Das soll heißen, wir simulieren Kräfte weg von dem Logitech G29 über Thrustmaster bis zur CSL Elite, CSW V2 und dann hoch Podium DD1 bis 20 Newtonmeter Drehmoment und ich gebe euch direkt Feedback, wie sich so eine Playseat-Konstruktion unter der Belastung verhält. Direkt im Anschluss testen wir die Pedalhalteplatte des Playseats. Wie viel Kilogramm Pedalkraft verträgt so ein Playseat out of the box? In Teil 2 unseres Playseats und G29 Reviews gebe ich euch Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie ihr eure Playseat und G29 Combo nachhaltig verbessern bzw. modden könnt. Den Härtetest der Wheelbase-Halteplatte und der Pedalhalteplatte des Playseats habe ich wie immer live und ungefiltert gemacht. Ich habe dieses Szenario vorher noch nicht getestet. Hier kommt live und ungefiltert der Mitschnitt von meinem Erlebnis hier direkt mit dem Playseat. Viel Spaß damit! Lasst uns beginnen mit einer kurzen Erklärung des Displays. Ihr seht hier an meiner Podium DD1 Wheelbase MPK, das ist das Drehmoment, der Peak der letzten 5 Sekunden, das maximale Drehmoment, das hier anliegt. Ich gehe hier über das Fanatec Tuning Menü in die Force Feedback Settings und setze etwa 4% der 100% einer Podium DD1 Wheelbase als Wert fest. Da sollten wir im Drehmomentbereich eines Logitech G27 gegen 29 in etwa liegen. Das gibt etwa 2 Newtonmeter Drehmoment an der Achse aus. Und wenn ihr hier jetzt das Display beobachtet bei meinen Lenkbewegungen, da liegen wir bei guten 2 Newtonmeter Drehmoment. Wie verhält sich der Playseat dabei? Ihr seht bei einem Drehmoment eines Logitech G27, G29 ein minimaler Flex, nicht störend. So könnt ihr wunderbar unterwegs sein. Gehen wir etwas nach oben. Ich setze die Force Feedback Power mal hoch auf etwa 8%. Beobachten wir die Peaks, die anliegen. Jetzt spüre ich an diesem riesengroßen schweren Lenkrad ein leichtes Force Feedback. Und ihr seid hier jetzt in einem Kraftbereich unterwegs von gut 3 Newtonmeter. Hier haben wir ungefähr ein Niveau einer T300 von Thrustmaster Wheelbase erreicht. Das heißt, die liegt in etwa um 3-3,5 Newtonmeter und auch dieses Kräfteverhältnis kann der Playseat ohne große Probleme locker stemmen. Der Flex, die Verwindung ist kaum merkbar. Hier noch ein klares Go. Gehen wir hoch. Force Feedback Power hinaufgesetzt auf 12%. Jetzt spüre ich ein leichtes Force-Feedback hier, auch an diesem großen Wheel, das ist dezent vernehmbar, so würde ich dies jetzt beurteilen. Und wir liegen in Kraftbereichen 3,6, 4,4 Newtonmeter kurz. Das ist in etwa der Kraftbereich eines Thrustmaster T500 Lenkrades. Die liegt ungefähr bei 4 bis 4,5 Newtonmeter, eine Wheelbase, die ich auch sehr lange am Start hatte. Lasst uns weiter hochgehen. Ich setze unser Force Feedback Power hoch auf 15%. Hier wird das Force Feedback schon deutlicher vernehmbar. Ich spüre eine gewisse Kraft, auch an diesem riesengroßen, schweren
BMW M3 GT2 Lenkrad und wir haben hier Force Feedback Peaks von knapp 5 Newtonmeter. Mit knapp 5 Newtonmeter, da sind wir angelangt bei einer Clubsport Wheelbase V1, erste Generation der CSW Wheelbase von Fanatec. Auch hier von meiner Seite klare Entwarnung. Der Playseat, das ganze Gestänge, das verhält sich wunderbar. Hier noch kein Problem mit unserem Playseat und einem Direct Drive Wheel. Gehen wir hoch. Force Feedback Power setzen wir auf 20%. Jetzt spüre ich am Lenkrad ein relativ kräftig vernehmbares Force Feedback. Das kann man mit einer Hand noch bändigen, aber ich spüre ein ordentliches Straßenfeedback auch bei einem riesengroßen Lenkrad. Und hier haben wir Force Feedback Power Peaks von 5,4-5,5 Newtonmeter. Bei ca. 6 Newtonmeter seid ihr bei einer CSL Elite Wheelbase von Fanatec angelangt, beziehungsweise bei einem Thrustmaster PC Racer. Ich glaube, so heißen diese Dinger. Auch da, der Playseat, kann ich Entwarnung geben. Hast du einen Playseat, wirst du bis zu einer CSL Elite hinauf wunderbar damit klarkommen. Der Flex hält sich in Grenzen. Lasst uns weiter hochgehen. Wir setzen die Force Feedback Power, ich nehme jetzt einmal 27%. Ihr habt hier jetzt ein kräftig vernehmbares Force Feedback. Ihr seht an den Peaks 7,3 Newtonmeter. Ich provoziere die Peaks jetzt über so einen simulierten Slalom. 7,5 Newtonmeter und ihr seid ja genau angelangt bei einer Clubsport Wheelbase V2 bzw. 2.5. Ihr seht, bei normalen Lenkbewegungen hält sich der Flex des Playseats noch in Grenzen. Wird es hier hektischer und ihr simuliert so einen Slalom, dann gerät schon ordentlich Bewegung hier ins Gestänge, aber trotzdem würde ich jetzt beurteilen, dass ihr mit einer Power einer riemengetriebenen Wheelbase, und das ist die CSW V2.5, das Maß der Dinge, mit 7,5 Newtonmetern noch relativ gut zu Rande kommt und sich der Flex durchaus in Grenzen hält. Ab jetzt gehen wir hinüber darüber hinaus. Und zwar verlassen wir die riemengetriebene Wheelbase-Welt und simulieren jetzt ordentlich Direct Drive Wheelpower, wie sich dies verhält. Hier nochmal für euch. Macht dies bitte nicht zu Hause nach. Dies ist alles live, ungefiltert. Ich habe das vorher noch nie probiert. Risiko auf eigene Gefahr bitte nicht zu Hause nachmachen. Wir gehen hoch auf 37% Power der DD1 Wheelbase. Beobachtet die Peaks. Ich blicke auf mein Display. Das Force Feedback ist kräftig vernehmbar. Wir sind, wenn ich das richtig gesehen habe, bei gut 9 Newtonmeter Drehmoment angelangt. Das ist deutlich vernehmbar, auch auf so einem großen Wheel. Und ihr seid hier in Bereichen, die deutlich über einer CSW V2 2.5 liegen. Wie würde ich den Flex des Playseats jetzt beurteilen? Ich würde sagen, keine Gefahr für eure Peripherie, aber ihr seht, die Lenkbewegungen, einige Force-Feedback-Effekte werden sich im Flex, das heißt in der Verwindung der ganzen Konstruktion, verlieren. Hier seid ihr nicht mehr optimal unterwegs, um so eine Wheelbase wunderbar zu spüren, um die Effekte rauszufiltern. Da geht einiges in der Konstruktion verloren, aber es ist auf eurem Playseat noch machbar. Gehen wir hoch auf Force-Feedback-Power 50%. Das heißt, die Hälfte, die die DD1 stemmen kann. Beobachtet mit mir die Peaks. Dieses Force Feedback ist richtig kräftig. Auch bei so einem großen Wheel muss ich hier beide Hände am Lenkrad halten. Wir simulieren unseren Slalom und liegen bei gut 13 Newtonmetern. Hier seid ihr bei einer Sim Experience AccuForce V2, so heißen diese Dinge, angelangt. 12 Newtonmeter Peaks. Und hier gerät unser Playseat
langsam aber sicher an seine Grenzen. Ihr seht, ein deutliches Verwinden. Hier würde ich sagen, bist du in Bereichen unterwegs, die mit einem Playseat weniger Sinn machen. Doch lasst uns jetzt in die Vollen gehen und ab hier an wird es eventuell gefährlich. Wir gehen hoch auf 75% Drehmoment der DD1. Bitte macht dies nie zu Hause nach. Für sowas gibt es so Verrückte wie den One Review in Gefahr. Alles auf eigenes Risiko. Beobachtet mit mir die Peaks. Ihr seht, hier kommt richtig Bewegung in die Bude. Wir haben Peaks von 18 Newtonmetern anliegen. Und der Playseat gerät hier bei so einem simulierten Slalom brutal und heftig ins Klingen. So macht Simracing, wenn ihr dies realistisch simulieren wollt, keinen Sinn mehr. Jetzt geht ihr hoch bei dem Drehmoment auf 100% Force Feedback Power der DD1 Wheelbase. Macht dies nie zu Hause nach. Ihr seid am Anschlag. Hier kann euer Material, eure Peripherie in Schlingern kommen. Hier kann es Probleme geben. Also, wir beobachten den Peak, die Force Feedback Power. Ihr seht, ich muss hier mit beiden Händen das Wheel sehr kräftig schon festhalten. Wir sind bei Peaks von 20 Newtonmetern angelangt. Simuliere ich hier so einen Slalom, gerät diese Konstruktion gewaltig in Schlingern und so macht euer Simracing, wenn ihr diese Kräfte simulieren wollt, keinen Sinn mehr. Aber für mich etwas überraschend, ich hatte vor dem Run Review in Gefahr deutlich mehr Angst. Es sieht danach aus, dass dieser Playseat auch diese verrückt hohe Belastung problemlos stemmt, ohne dass hier eine Schweißnaht aufgeht oder irgendetwas auseinanderfällt. Ich werde jetzt dieses Setting noch circa 5 Minuten für euch fahren. Ich drücke auf den Fast Forward Knopf. Ihr könnt mir jetzt im Zeitraffer zusehen, wie ich mich für euch hier schinde am Rig und schon ins Schwitzen komme. Ich melde mich nach 5 Minuten wieder und dann schauen wir, ob der Playseat noch lebt. So, genug der Belastung. Ich schwitze, mir ist heiß, ich bin ziemlich fix und foxy und ich gebe zurück an den Arbeitsplatz, um hier das Ganze zu resümieren, euch ein Fazit zu geben. Und weiter geht's mit dem Härtetest für die Pedalhalteplatte des Playseats. Ich habe hier 15 Kilogramm maximal Force in Kilogramm an den Pedalen am Bremspedal eingestellt. Das entspricht etwa der Bremskraft der Logitech G29 Pedale. Ihr seht, bei maximaler Pedalkraft beginnt sich bereits die ganze Konstruktion hier im Vorderbereich des Playseats zu verwinden. Gehen wir hoch auf das Doppelte, 30 Kilogramm Pedalkraft. Da seid ihr bei einer Low-Cell-Power von etwa
65, 70 Kilogramm angelangt. Sehr kräftig zu treten und ihr seht hier, gerät die Placid-Konstruktion völlig aus ihren Fugen. So könnt ihr keine Bremspunkte mehr treffen. Ihr macht Bremsen überhaupt keinen Sinn mehr. Gehen wir hoch auf 50 Kilogramm Pedalkraft. Das entspricht einer Loadcell von etwa 90 Kilogramm und hier seid ihr im Bereich der Fanatec CSP V3 Pedale angelangt. Um 50 Kilogramm hier zu treten, müsste ich jetzt hier meine ganze Konstruktion ruinieren. Irgendwas hat geknackst, vielleicht ist eine Schweißnaht aufgegangen, ich glaube nicht. Aber ihr könnt hier CSP V3 Pedale nicht voll ausreizen. Bei etwa der Hälfte wird es ungemütlich und darüber hinaus macht es keinen Sinn mehr. Das wäre jetzt mutwillige Zerstörung. Ich hoffe, dass nur mein Holzbrett der Adapter geknackst hat. Das heißt, das Maximum von 65 Kilogramm Pedalkraft, sprich 120 Kilogramm Loadcell der Heusingfeld Sprint Pedale, können wir nicht ansatzweise mit dieser Konstruktion out of box testen. Da muss ich den Test leider abbrechen und kann hierzu nur den Rat geben, wollt ihr kräftigere Pedale an eurem Placid, dann müsst ihr euch einen ordentlichen Unterbau hier im Vorderbereich eurer Pedalhalteplatte überlegen. Kommen wir zum Fazit unseres Härtetests. Und hier Achtung, ein Placid wurde nicht geschaffen, um absolute High-End-Peripherie wie hier bei mir im Wert von 2.500 Euro darauf zu betreiben. Dies war nur eine Machbarkeitsstudie, ein Test für euch. In Sachen Wheelbase-Halteplatte würde ich sagen, alles bis zu einer Power von in etwa 6 Newtonmeter. Das entspricht einem Thrustmaster PC Racer oder einer CSL Elite Racing Wheelbase, würde ich jetzt sagen, dass dieser Placid in Sachen Stabilität den Anforderungen, würde ich sagen, entspricht. Ich gebe hier grünes Licht, wenn du mit einer riemengetriebenen Wheelbase, CSL Elite, Thrustmaster PC Racer unterwegs sein möchtest. Gehst du hoch zu einer CSW V2 2.5 mit Peaks bis 7,5 Newtonmetern, dann würde ich ein oranges Licht geben, mit leichten Abstrichen. Du hast hier schon einen vernehmbaren Flex, der ist nicht riesengroß, nicht gefährlich, aber etwas an Force-Feedback geht über die Konstruktion, über die Labilität der Konstruktion damit verloren. Bei Kräften überhalb riemengetriebener Wheelbases musst du dir überlegen, ob du dies machen möchtest. Hast du Kräfte von 10 Newtonmetern und darüber hinaus am Start, wird diese Konstruktion sehr labil. Gefahr für deine Peripherie besteht nicht, da hatte ich im Vorfeld wesentlich mehr Angst. Ich muss sagen, hier hat der Placid mehr ausgehalten, als ich dachte. Aber es geht sehr viel in Sachen Force-Feedback, da bei der Konstruktion des Placids klarerweise verloren. Bei den Pedalen schneidet der Placid für mich etwas überraschend etwas schlechter ab als bei der Wheelbase-Halteplatte. Hier gebe ich gerade noch oranges Licht, wenn du G29 Pedale damit betreiben möchtest. Diese ca. 10 Kilogramm, die am Pedal von den G29 ankommen, die würde ich sagen, verträgt der Flex dieser Konstruktion. Alles, was darüber hinausgeht, wenn du gedenkst, CSL Elite Pedale, CSP V3 Pedale, Heusingfeld Sprint Pedale nur ansatzweise ausreizen möchtest, dann rate ich dir hierzu eindeutig zu Verbesserungsmaßnahmen. Stichwort nachbessern. Und hier sind wir beim Ausblick gelandet. Ich gebe euch wertvolle Tipps in Teil 2 mit auf den Weg, wie ich den Placid und auch das G29 Bundle modifiziert habe, um wesentlich ergonomischer, um wesentlich stabiler, um wesentlich besser unterwegs sein zu können. Ich denke, dranbleiben lohnt sich. Zieht euch den Teil 2 in einigen Tagen hier mit rein bei mir. Das lohnt auf alle Fälle. Lasst mich zum Schluss über eure Rig-Erfahrungen wissen. War ein Placid vielleicht auch mal in deinem Besitz? Bist du noch mit diesem unterwegs? Überlegst du diesen abzugraden, zu verbessern? All dies würde mich interessieren. Was hältst du von so einem ungewöhnlichen Härtetest wie in diesem Fall? Welche Erwartungen hattest du? Wie ich erwähnte, ich gehe mit einer Direct Drive Wheelbase hier an den Placid. Lass mich dies wissen.
bitte mit rein in die Kommentare. Ich versuche jedes von euch zu beantworten. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, euer Ron.